Wie scharf, wie gut die Qualität ist. Hi. Bruder, was ist mit meiner Frisur? Kurz am Rande, checkt auf jeden Fall mal mein Instagram aus. Lass mal ein Abo da. Hältst du mir die Kamera in die Fresse oder was? Gut, und dir? Warst du im Gym? Ich geh morgen erst wieder. Ich mach einen Gym-Vlog, Digga. Ja? Ja. Der ist eigentlich unangenehm. Ehrlich? Ist komisch, ne? Weil sonst hast du es nicht. Okay, hau rein. Wir sehen uns. Viel Spaß. Ciao. So, kleine Empfehlung am Rande. Wenn ihr Kaufland seid und bei euch gibt's das in eurer Stadt, holt euch Börek mit Weißkäse. Es schmeckt so unfassbar geil. Ja. Nach so einem harten Training muss man sich natürlich auch noch eine Pause gönnen. Stößchen. Also unser Plan ist heute erstmal ein bisschen Bizeps. Dann auch natürlich den Trizeps trainieren und dann kommen noch die Schultern. Ich muss die ganze Scheiße noch schneiden, Digga, gar keinen Bock auf die Kacke. Als ich geboren wurde, hatte ich als kleines Kind ein Loch im Herz, also es hört sich natürlich komisch an. Ist zwar kleiner geworden, aber nicht richtig zugewachsen. Deswegen müsste ich eigentlich aufpassen, dass ich mich nicht zu überanstrenge. Weil es kann sein, wenn ich mich zu überanstrenge, boah, jetzt bin ich überbelichtet, dass ich dann irgendwann einfach an einen Herzinfarkt sterbe oder so. Aber scheiß drauf, dann komme ich zu Zis. Heute 15 geworden, Jungs. Weil Jonas hat wirklich eine Verletzung, Digga. Weil ich habe mit Jonas angefangen, habe ihm geholfen, so zu trainieren. Hat Schulterpressen gemacht. Dann ist er mit dem Arm so nach hinten weggeknickt. Jetzt hat er irgendwie ein Problem mit der Schulter und deswegen war er auch bei Mars. Jonas fällt auch gerne mal um, Digga. So ein Ding ist das. Er hat ein Problem mit den Schultern und er fliegt auf die gerne hin. Und deswegen ist er einmal so nach hinten und dann schön die Schulter weggerissen, Alter. Wir hatten gerade eine extrem lange Pause. Der Pump ist auch schon wieder komplett weg, aber wir trainieren jetzt weiter. Wir müssen noch Trizeps, dann müssen wir die Schultern machen und dann gehen wir auch schon zum Fotoshooting über. Natürlich. Bruder, das fängt gerade erst an. Ich bin gerade bei 15 geworden. Dieser Jordan schwebt, ja. Bruder, made it. Dieser Jordan. Ist einfach mehr als mein Körpergewicht, Digga. Ich wiege einfach 76 Kilo. Das sind 86. Also ich glaube, ich mache irgendwas falsch. Halt die Fresse und mach jetzt deine Übung. So fertig vor, wir sind schon seit, weiß nicht, 14 Uhr hier, ist jetzt zwar über 2 Stunden auf jeden Fall und wir gehen dann gleich auch, denke ich mal, aber wir müssen erstmal Fotos machen.
das war's mit dem Gym-Vlog. Oder ich. Mach jetzt die Kamera raus, Digga. Wir kriegen das raus von dir.